Ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Das Frachtschiff. Ja, da komme ich so. Nicht hin. Na gut. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Was ist das denn? Vielleicht rückwärts? Wo ist denn das Frachtschiff da unten, ne? Vielleicht da? Oder? Nee, warte. Na. Oh, das hat geklappt. Hätte nicht dürfen, aber egal. Wow. Okay. Einfach Augen zu und durch. Ja, jetzt schnell weg. Und jetzt? Moment. Victor? Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Oh nee, das ist ja... Das ist ja... Wow. Wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Wenn ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen muss, ist das doof. Warte mal, wie war das denn? Ich muss mal ganz kurz. Ja. Steuerung. Ja, ja. Maustaste 3. Zeitstopper. Ah, ja. Das war schlecht. Oder? Ne, es war gut. Mist. Oh. Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Das ist richtig, ja. Okay, Zeitstopper war das magische Wort. Aha. Können wir da hoch? Aha. So. Ach, cool. Okay.
Alter Schwede. Zeitmechanik hoch 10. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Mhm. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Oh, das war schlecht. Gut. Aber jetzt bitte nicht wieder am Auto, ne? Ich bin immer weiter nach unten. Ja, das weiß ich. Auf das Frachtschiff zu. Jetzt kommt die Zwischensequenz. So. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Moment. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich. Nein! Ja gut, das ist jetzt eine Szene. Ich hätte vielleicht woanders anfangen sollen, aber egal. Ich weiß jetzt wieder, wie es geht. So, erstmal hin, dann V, dann Q. Dann vorbei buschen. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Wow. Ja. Jups, jups, für Baubob. Dann das da. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Das ist richtig. Dann dahin. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde das Ende der Zeit aussehen. Alles war zerrissen. Ich will Chaos. Eingefroren. Und niemand würde es bemerken. Hallo? Könntest du bitte mal... Ja, irgendwie war das richtig. Okay. Okay. Liebesbrot, halt still. Na komm, halt still. Na komm. Okay. Ah, und auf dem Schiff. Geh weg. Okay, ich glaube, das haben wir. Gott sei Dank. Der Riss wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten sich. Ja. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Wills Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Es ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Und das ist unvermeidlich. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Sie haben ihn geschätzt. Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Genau. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen sie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen. Das ist richtig, ja. Oder
Wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Amy, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Alles klar. Ich glaube, ich weiß okay, es nicht. Okay, Doktor, los geht's. Und ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das würde Ihnen leid tun. Ja, Frage ist... Achso, jetzt bin ich das. So, was muss ich machen? Jack, bevor wir nach unten gehen, müssen wir etwas besprechen. Ich komm gleich. Das war der Typ, der auf der Gala die Rede gehalten hat. Mhm. Das ist Martin Hatch. Dem Monarch-Funk nach wurde er als Verräter bezeichnet, der das Monarch-Labor sabotiert hat. Ein Verbündeter? Auf keinen Fall. Ja, okay. Super. Was ist jetzt? Ja, hier, hallo. Nein. Mit ihr will ich reden. Okay, was gibt's? Ja. Es ist wegen des Plans. Wenn Emerald die Maschine zum Laufen bringt... Dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Und dann? Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010 und stehlen sie. Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay, und warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Was ist denn mit der Synchronizität? So, triff dich mit Sophia mit bei der Zeitmaschine. Dann machen wir das doch. Du bist... Nochmal? Dr. Emerald scheint davon überzeugt zu sein, dass Paul am Ende der Zeit war. Glaubst du, das stimmt? Ja. Kann nicht sein. Sonst wäre es sinnlos, es verhindern zu wollen. Gut. Warum? Weil es schon passiert ist. Mal sehen, wie weit Dr. Emerald mit der Zeitmaschine ist. Ja. Ich glaube nicht, dass wir ihr vertrauen können. So wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat, als ob sie sie schon mal gesehen hat. Sie weiß, wozu sie da ist. Glaubst du, Will hat ihr davon erzählt? Nein. Will war nie einer von der gesprächigen Sorte. Gespeichert? Hat sie den Fehler gefunden? Weiß nicht. Ich schau nach. Wie sieht's aus? Das Problem ist eigentlich simpel. Das Leistungsrelais ist ausgefallen. Sie müssen eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Dort, wo das Lämpchen leuchtet. Ich werde Ihnen die Leiter herunterlassen. Was ist mit dem Leistungsrelais passiert? Heute Morgen um 7 Uhr gab es einen Stromstoß, als die Maschine aktiviert wurde. Um 7 Uhr? Das sind mehrere Stunden, bevor wir überhaupt hier angekommen sind. Nun ja, Zahlen lügen nicht. Okay, ich schätze, ich muss wieder klettern. Das musst du doch eh ständig und das gefällt mir nicht gut. Muss ich mich nicht freiwillig melden? Okay, die Konsole hier hat 2 rote Lichter und 1 grünes. Sie müssen den Strom für die beiden Stationen mit den roten Lichtern zurücksetzen, bevor Sie das Relais wieder einschalten können. Beide Stationen befinden sich über der Maschine. Folgen Sie einfach den Kabeln zu den roten Lichtern. Über der Maschine. Der perfekte Ort für einen Reset-Schalter, Will. Und wie, Ach so, ja, gut, okay.
Ja, ab. Hä? Du kannst doch da drüber. Gucken kann ich mich nicht. Also. Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Gut, nur noch eins übrig. Ich weiß nicht, ob Sie das zweite so erreichen können. Vielleicht müssen Sie runterklettern und auf die andere Seite der Maschine gehen. Bestimmt sogar. So, bin ich mal gespannt, was ich da machen kann. Und ich sag viel zu oft, bin ich mal gespannt. Aber ich bin ja auch gespannt. Ich weiß ja noch nichts. Ach komm jetzt. So. Jack, das musst du dir ansehen. Ich meine es ernst, Jack. Es ist ziemlich heftig. Ja, zeig mal her. Wer hat das gesagt? Bist du das? Hey, solltest du nicht Emeril im Auge behalten? Okay, aber zuerst musst du dir die Sachen anschauen, die ich herausgefunden habe. Aha. Okay, was ist das alles? Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Ich habe auch ein Video von deinem Bruder gefunden. Es ist auf dem Fernseher. Das willst du sicherlich sehen. Mhm. Alles andere habe ich ausgedruckt und auf die Tische dort gelegt. Ja, das ist her. Na, Hobbit, was ist los? Okay. Der 28. Februar. Meine Güte, 1999, Will. William Joyce. 1999. Okay. Nach Monaten. Das beste Experiment. Mühseliger Arbeit. Ist meine Maschine endlich bereit? Für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Kronenfelds und dem Nachbau der Massendichte eines schwarzen Lochs. Naja. Okay. Das heißt, zusammengefasst? Ich habe eine Zeitmaschine. Und sie funktioniert. Ich werde es beweisen. Oder sterben. Okay. Ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen. Wenn ich die Maschine betrete, dann werde ich im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen. Mhm. Okay. Der Kern ist aktiv. Die Chrononniveaus sind stabil. Ich werde im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen und an derselben Stelle in der Zukunft wieder herauskommen. Oh. Diese Uhr ist mit meiner synchronisiert. Also, wenn ich die Maschine Rück in die dann verlasse, Zukunft. Sollte es einen beträchtlichen Zeitunterschied zwischen meiner Uhr und der Uhr in diesem Raum geben. Mhm. Der Korridor ist arretiert. Okay, Zielzeit steht auf 5 Minuten in der Zukunft für den ersten Test. Zugegeben, in die Vergangenheit zu reisen wäre weitaus eindrucksvoller. Aber ich kann nur so weit in die Vergangenheit reisen, wie der Zeitpunkt, an dem der Kern der Maschine zum ersten Mal aktiviert wurde. Also, jetzt. Okay. Die Maschine ist bereit. Monitor ist stabil. Ich wünsche mir Glück. Was ich jetzt tun werde, ändert die gesamte Struktur der Korridor. Ich weiß nicht mehr. Jagt mich die Stadt immer noch? Ja, und zwar mit allen Mitteln. Es gibt eine ganze Website, auf der mögliche Aufenthaltsorte von Jack Joyce gepostet werden. Ich habe also lauter falsche Fährten gelegt. Willst du mitmachen? Poste, dass ich irgendwo hinten in einem Catering-Van gesehen wurde. Was Besseres fällt dir wohl nicht ein. Aber gut, ich werde es Ihnen mitteilen. Lass mich raten, wir werden irgendwann später... Ja. Einfach nur, damit wir alles mal gesehen haben. Gibt es jemanden, dem wir trauen können? Fiona. Sie ist die einzige Kontaktperson, die mir dort geblieben ist. Was ist mit diesem Burke-Typ? Er war Gefangener im selben Transport wie ich. Über sein Urteil wird noch entschieden. So, jetzt will ich aber...
Na komm. Die Frage ist, oh, wie ich das hasse. Wie kommen wir denn da hin? Jack, hi. Hier ist Will. Ich gehe davon aus, dass du mittlerweile in Thailand bist. Ich weiß gar nicht, ob diese Nummer noch stimmt. Mir gefällt es nicht, wie wir auseinandergegangen sind. Ich war ziemlich unter Druck. Es gibt Sachen, die ich dir erzählen sollte. Ich möchte es in Ordnung bringen. Ruf.